Bürger erwarten, dass die Probleme gelöst werden. Und wenn sie das Gefühl haben, das klappt nicht, dann geben sie anderen Parteien ihre Stimme, manchmal auch, um einen Denkzettel zu verteilen. Und offensichtlich ist es den Kollegen in Sachsen und in Thüringen nicht gelungen, zu überzeugen, dass sie Lösungen für die Probleme der Bürgerinnen und Bürger haben. Glauben Sie, den Grünen geht es im Osten jetzt so schlecht, weil sie in der Ampel mitregieren? Ja, gut. Letztlich ist natürlich immer auch Bundespolitik ein Teil, der in diese Wahlentscheidungen in den beiden Bundesländern reinspielt. Aber wenn wir in Sachsen von einem MP, mit dem wir als Grüne gemeinsam in einer Koalition sind, als Hauptfeind betrachtet werden, dann ist das bei allem politischen Wettbewerb, würde ich mal vorsichtig formulieren, doch mehr als fraglich, ob das die Gepflogenheiten sind, die wir unter demokratischen Kräften in Zukunft praktizieren möchten. Auch wir haben versucht, unsere Themen mit unseren Themen durchzudringen, konnten das aber nicht. Soziale Gerechtigkeit, Mindestlohn, das kennen Sie alles. Ich denke, dadurch, dass wir das gleiche schlechte Ergebnis haben wie vor 5 Jahren, sind wir nicht vorangekommen.